Herzlich willkommen zu dieser weiteren kleinen Folge in den Essentials mit einer dieser Tage gar nicht mal so irrelevanten Frage, nämlich wozu brauche ich denn schon Mathematik? Vielleicht gehören Sie zu denjenigen oder Sie kennen jemanden, der zu denjenigen gehört, die irgendwie sagen, ja, man kommt schon irgendwie mit den Grundrechenarten durchs Leben und im Wesentlichen können wir unsere Smartphones benutzen und haben dann alle Möglichkeiten, die wir brauchen, um uns mit den täglichen Gegebenheiten zu behelfen. Aber es gibt eine ziemlich schöne Geschichte, die, glaube ich, in der aktuellen pandemischen Lage ziemlich genau erklärt, wo wir uns gerade befinden und was eigentlich gerade das Problem ist. Und es ist ein mathematisches. Es ist die Geschichte von einem Schachbrett und einem König und einem Weißen. Die wird in ganz unterschiedlichen Varianten erzählt. Und sie geht im Wesentlichen so. Ein Weißer bedingt sich seinen Lohn aus, indem er einen König darum bittet, doch einfach auf jedes Schachfeld eines Schachbretts immer die doppelte Anzahl an Reiskörner zu legen, die vorher auf diesem Reisbrett lag, auf dem vorhergehenden Feld lag. Und übertrumpft ihn so, da er den König bittet, einfach immer die Zahl der Reiskörner von jedem oder auf jedem Feld zu verdoppeln und das Ganze, bis er das einmal durchgegangen hat. Das, was mathematisch dahinter steckt, ist eine sogenannte Exponentialfunktion. Hier in der Grundfunktion 2 hoch x. Und diese Funktion hat es schon ziemlich in sich, denn tatsächlich kann man die Zahl an Reiskörnern, die hier auf dem letzten Schachfeld liegt, auf dem letzten Feld liegt, nicht mehr rational erfassen. Also zumindest hat man damit große Probleme. Und das Ganze würde ich Ihnen schnell zeigen, wie das Ganze aussieht in einer Funktion. Ich male Ihnen das mal hier daneben. Und zwar, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass die Funktion bei 0 startet, das wäre in dem Fall dann das leere Schachbrett, dann hätten wir auf dem ersten Feld ein Reiskorn, auf dem zweiten Feld 2. Bis dahin sieht es eigentlich noch ganz entspannt aus. Dann hätten wir tatsächlich auf dem nächsten 4. Auf dem übernächsten bereits 8 und danach kämen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ich deute das mal hier oben an, bereits 16 Reiskörner. Ja, Sie sehen, wo die Reise hingeht. Das Ganze wird relativ schnell unbeherrschbar und ist eine Exponentialfunktion. Das Interessante ist jetzt nun, dass genau an der Stelle, nicht an der Stelle oder an der Stelle die Exponentialfunktion einsetzt, sondern an dieser. Denn an der Grundfunktion ändert sich nichts, weder zu diesem Zeitpunkt noch an jenem. Das Entscheidende ist, wenn wir jetzt in der aktuellen pandemischen Lage es uns nicht gelingt, diese Kurve abzuflachen, das heißt, die Exponentialfunktion in ihrer Wucht einzudämmen, wird sie sich genauso fortsetzen. Und lassen Sie sich nicht täuschen, wenn im Moment zum Beispiel in Sachsen die Inzidenzen relativ stabil aussehen und so eine leicht abflachende Tendenz bekommen, dann liegt das möglicherweise auch daran, es ist ein Effekt, dass rein mathematisch natürlich auf jedem Feld eine bestimmte Anzahl an weiteren Reiskörnern liegt. Aber wenn man sich vorstellt, dass die Beamten des Königs diese Reiskörner jedes Mal herantragen müssen und konkret ablegen, bevor das nächste Feld belegt wird, dann werden sie an irgendeinen Punkt kommen, an dem sie das rein zahlenmäßig nicht mehr schaffen. Und in der Lage sind wir gerade, das Abflachen unserer Kurve, das heißt das leichtere Ansteigen oder weniger starke Ansteigen unserer Inzidenz in Sachsen, liegt nicht zwingend daran, dass wir uns etwa klüger verhalten, sondern dass man die Reiskörner auf dem Schachbrett
nicht mehr zählen kann. Und in dieser Lage sind wir jetzt. Und vermeintlich, wenn man auf die Funktion schaut, könnte man auf die Idee kommen, dass die Zahlen leicht abflachen. Aber im Hintergrund läuft die Exponentialfunktion genauso weiter. Wenn wir nicht umgehend weiter und stärker impfen, unmittelbar die Kontakte reduzieren und uns an die geltenden Hygieneregeln halten. Das heißt für die akademische Lehre, dort auf zum Beispiel digitale Formate setzen, wo es angezeigt ist, im Homeoffice arbeiten und eben nicht auf der Präsenz bestehen, um der Präsenz willen. Dann wird es uns vielleicht gelingen, auch mit unserer Hilfe diese Exponentialfunktion zu brechen und vor allen Dingen an diesen beiden Elementen dieser Funktion die entscheidenden Veränderungen herbeizuführen, dass wir eben nicht in eine weitere exponentielle Steigerung hineinlaufen. In diesem Sinne, mit der ganz kleinen Frage, wozu brauche ich Mathematik? Dazu, um die Tücken einer Exponentialfunktion zu verstehen und vor allen Dingen die Relation zu den ausbleibenden und nachklappenden Testzahlen. In diesem Sinne, einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und auf ganz bald, Ihr Alexander Lasch. Ciao.